Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Soul Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in The Monologist und wir finden uns im verlassenen Haus. Sprich, im ersten Häuschen. Wir jagen Arman Mani. Nee, Arman Mooney. Alles klar, geiler Name. Und ja, let's go. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum habe ich jetzt das Haus gewählt und nicht Bedlam? Da wir in Bedlam ja noch nicht verbrutzelt haben. Ganz einfach, um einfach mal was anderes zu machen, denn... Ey, mich regt einfach dieses Rätsel im Bedlam auf, weil ich jetzt zweimal verreckt bin aus eigener Dummheit, weil ich blöd gelaufen bin und das ist einfach gemein. Deswegen bin ich hier unterwegs und hier kann ich auch einen höheren Schwierigkeitsgrad zocken, denn ja, ist natürlich doof, wenn man Bedlam zockt und gar nicht bis dahin kommt. Achso, das ist wieder dieses Standard-Event. Okay, ab in den Keller erstmal. Haben wir ein EMF? Nein. Alles klar, weiter geht's. Der Keller ist wie immer fresh. Hier könnte vielleicht ein Event kommen. Schau mal. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Aber gut, vielleicht muss ich später noch meinen Keller. Dann wird es da wahrscheinlich kommen. Okay. Ladies and Gentlemen, wie findet ihr Bedlam? Was sagt ihr dazu? Jetzt ist die Map ja schon eine Weile draußen. Jetzt konnte man auch schon ausreichend testen. Seid ihr zufrieden mit der Map? Ja, nein, vielleicht. Ich bin sehr zufrieden mit der Map. Jedoch finde ich, es könnten noch mehr Jumpscares sein, noch mehr Events, aber gut, das habe ich in jedem Haus. Ich werde gerne bombardiert mit Events, so wie man es im Krankenhaus im Flur kennt. Gut, dass Zufall auch irgendwann langweilig wird. Ah, okay, das stimmt. Wahrscheinlich ist es so, wie es jetzt ist, eigentlich gut gebalanced. Okay, dieser Sound und der Stuhl haut direkt ab. Nope, bin weg. Hier ist alles fresh. Nicht wundern, ich gehe jetzt einmal, wie immer, einmal durch mit dem EMF und danach Thermometer. So hat es Zeit, sich ein bisschen zu temperieren. Ja. Ich wollte gerade sagen, auf sie ist eigentlich immer Verlass, aber nö, die hat heute keinen Bock. So, hier ist auch alles fresh, dann Thermometer. Nochmal, 20 Grad. Kommst du jetzt? Nein, natürlich nicht. Sie möchte heute nicht. Was ist los mit ihr? Hier ist alles gut, hier ist alles fresh, knapp 120 Grad. Vielleicht geht es hier im Flur mal runter auf 10, 15 Grad. Aber das ist relativ häufig die normale Temperatur. Aber ich behalte jetzt im Hinterkopf, dass wir in dem Flur zumindest knappe 15 Grad schon mal hatten. Hier haben wir, oho, unter 10. Aha, aha, ich würde sagen, es ist hier. Denn dass die Werkstatt unter 10 Grad hat, oder selbst wenn es nur um die 10 Grad waren, das ist eher sehr ungewöhnlich, deswegen Abmarsch, ab zum Van und neues Equipment holen. Und ich habe aus meinen Fehlern gelernt, so zum Teil zumindest so ein bisschen. Ich hole jetzt erstmal die UV-Lampe und das Kruzifix. Das denke ich am besten. Es kommt mir so vor, als ob ich diese Map schon echt lange nicht mehr gezockt habe. In letzter Zeit suchte ich auch aus Stream relativ viel Elden Ring und auch wieder Fassung, jetzt seit neuesten. Und da kommt mir das so vor, als ob ich gerade eine Woche Urlaub hatte, wo es eigentlich nur ein Wochenende war. Das ist richtig crazy. Mir fällt auf, dass es hier so ganz minimal ruckelt. Das gefällt mir gar nicht. Die Einstellungen sind eigentlich schon so gewählt, dass sie das Beste rausholen. Deswegen gefällt mir das überhaupt nicht. Das ist ja seit dem Bedlam Update. Aber es läuft nicht so... Kennt ihr das? Es sieht flüssig aus, aber so Mühe fehlt noch. Und ich bin ja sowieso, was das angeht, eigentlich so ein Perfektionist. Je flüssiger und je besser, desto besser. Geile Weisheit. Und da ist das irgendwie ein bisschen ärgerlich. Okay. Okay, finde ich auch. Sie hat ihren Spaß. Super. Da war ein Gegenstand. Da will ich jetzt mal schauen, welches EMF wir haben. Das könnte wirklich der hier sogar gewesen sein. Okay. Okay. Gut, dann war das irgendwo da hinten scheinbar. Ich wollte gerade sagen, also wenn das jetzt der Geist, also wenn das hier kann nicht der Geist gewesen sein, kein EMF. Einfach so von der Wand gefallen. Wie Nagel kaputt, ciao Kakao. Was ich ganz cool finde, so ein Haus wie hier, nur ein Stockwerk, kenne ich sogar hier bei mir in der Nähe, da war ich damals, als ich jünger war, als ich noch unter 18 war. Und ja, ich sag mal so, seit ich 18 war, habe ich mich nicht mehr getraut, da reinzugehen, weil wenn man dann erwischt wird, hat ziemlich im Arsch. Vorher ist man dann noch ein Kind. Und ja, das war auch so Geisterhaus. Alter, ich nehme mitten in der Nacht auf und genau jetzt fährt draußen irgendwie so die Kehrmaschine oder sowas.
Ich hoffe, man hört nichts. Die sind hobbylos. In dem Haus war ich damals zweimal drin. War mit Kollegen. Und das war richtig crazy. Alles war verwüstet. So ein komisches Kleid wurde an die Wand genagelt, übers Bett. Scheinbar war das damals normal, dass man irgendwie so... Ich weiß es nicht. Ich kann mir dazu auch keinen Reim machen, warum man jetzt ein Kleid dann... Also so ein weißes Hochzeitskleid. Nur halt nicht ganz so bauschig. Wurde einfach übers Bett genagelt. So geil, du. Ja, macht man. Kenne ich auch. Will ich auch nicht anders machen. Also mein nächstes Hochzeitskleid, das wird auch dahin genagelt. Ey, dachte mir auch nur so, what the fuck. Alles verwüstet mit irgendwelchen Nummernschildern von Autos. Wo ich jetzt nicht weiß, ob das einfach nur so ein Nummernschildsammler war. Oder jemand, der, keine Ahnung, Verbrechen begangen hat und seine Nummernschilder ausgetauscht hat. Also richtig crazy shit. Also, aber ich denke, so Geisterhäuser, in Anführungsstrichen, kennt jeder, oder? Oder kennen die meisten wahrscheinlich. Selbst wenn es nur so Geschichten ist, also dass man gar nicht wirklich drin war. Ja, das gibt's relativ häufig. Aber das finde ich ganz cool, weil das geht ja auch so in Richtung Lost Places. Und da gibt es auch extra diese Touren zu diesen Lost Places. Also ich einfach mal zu überlegen, was hier passiert ist, finde ich ganz cool. Und vor allem, was ich an dem Haus gut fand, das wurde komplett zugenagelt und alles. Also es war ein normales Haus, sage ich jetzt mal. Das war keines, was für solche Touren genutzt wird, die vielleicht nochmal extra ein bisschen angepasst worden sind, damit es die Fantasie anregt. Sprich, wenn man, das war noch realistischer. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ah, du Marder. Okay. Okay, wir hatten hier eine Geisteraktivität. Over. Can you talk? Can you speak? How did... I will lift you. Oh, warum in mir? Magna, du bist keine Schönheit. Bitte Sicherheitsabstand. Tschüss. Spot sie in mir. Was ist denn los mit ihr? Das war definitiv auch kein ESG, denn dann wäre sie da hinten gespawnt. Ich sehe jetzt hier kein Ecto. Hier an der Wand hat man ganz gerne Ecto. Aber ihr seht es ja, bupp, auch ohne Licht, kein Ecto. Ja. Magna. Nicht gut. Nicht schön. Alter Vater. Spawnt sie einfach in mir. Jetzt ist mir wieder warm. Ich finde es so schade, dass ich kein Ghost Extra hochladen kann, dass es da ultra lag, ganz egal welche Einstellungen ich verwende. Und weil das Problem ist, sollte ich dann doch irgendwie Einstellungen finden für Ghost Extra, dann kann ich die anderen Spiele nicht mehr aufnehmen. Das ist richtig dumm. Aber das Game ist geil. Also wenn jemand Horror mag, beziehungsweise Jumpscares, kann ich euch das nur empfehlen. War jetzt was, ich sag mal so, was die Jumpscares anging, war es das Krasseste bis jetzt. Gut sowas wie Visage zum Beispiel raus, denn Visage ist einfach mal, ist ja auch vom Stil her ganz anders. Genauso wie Outlast oder Layers of Fear. Aber in dem gleichen Stil wie diese Spiele hier empfehle ich euch Ghost Exile. Okay, also 68. Das ist eigentlich ordentlich. Jetzt war sie gerade auf 69. Alles klar, ich will nicht wissen, was genau sie vorhat. Gut, ich kann es mir denken, sagen wir es so. Was brauchen wir eigentlich? Kruzifix, ich habe extra ein Foto parat und die Kerze und alles mitgenommen, da man hier immer eine dieser Quests hat. Heute nicht. Heute nicht. Aber gut, ist schon mal gut zu wissen, dass wir das Ektoglas brauchen. Der Rest ist harmlos. Aber ich nehme jetzt einfach mal ein Fulo. Zumindest nehme ich es mit. Ich weiß noch nicht, ob ich es abfackeln werde. Aber da ist es zumindest schon mal drin. Kollege, bist du da? Nein, der ist nicht da. So, Abmarsch und Zeugs. Hier ist alles fresh, kein Junge, auch kein kleines Mädchen. Das kleine Mädchen ist genauso groß wie der Junge. Allgemein Kinder. Aha, es hat ins Büchlein geschrieben. Oh, das ist aber lieb von dir. Ins Büchlein sage ich auf die Leinwand. Also ich denke, man merkt, ich zocke in letzter Zeit wieder öfter Phasmo. So, wir haben noch 5 Geister zur Auswahl und noch 5 Beweismittel. Super. Ja. Also es bringt im Grunde reichlich wenig. Dass es jetzt hier drauf gemalt hat. Ich mache jetzt einfach mal Licht an, weil ich es kann. Und weil es dann hinterher besser wäre fürs ESG. Und wir starren jetzt erstmal da drauf, denn wir brauchen noch. Wir müssen zumindest noch die Fingerlampe testen, was bedeutet, auf Fingerbrücke zu warten, wenn nicht verkehrt. Wenn wir drin sind, das Licht geht aus und eine Tür wird bewegt, geht es natürlich am besten. Natürlich darf Manifest. Und show yourself. Nicht fehlen. Ich finde dieses Text-to-Speech in jedem Spiel, das hat, also gerade in den Spielen, die.
in diese Richtung gehen wie Ghost Exile, Phasma und sowas. Finde ich mega cool. Und da gibst du es ein und dann weißt du auch zu 100%, hey, ja, der Geist hat diese Info bekommen. Ne? Also dann kann es nicht sein, hey, ja, vielleicht antwortet er nicht, weil mein Mikro aus ist, weil mein Mikro kaputt ist, weil irgendwas falsch übertragen wird und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das mal sehr, sehr gut. Aber bis jetzt macht der Herr Kollege nichts. Können wir denn irgendwas schon mal... Also Ecto können wir vielleicht ausklammern. Werde ich gleich nochmal testen, aber Ecto können wir ausklammern. Und Freezing würde ich sagen, können wir auch ausklammern. Oder je nachdem, was jetzt gleich das Thermometer zeigt, natürlich. Aber knappe 10 Grad, das ist nixen. Das ist gar nichts. Also ciao, Kakao. Biggies können wir noch nicht ausklammern. EMF finde ich auch noch schwierig. Ja, wir hatten bis jetzt noch kein EMF, aber um fair zu sein, wir haben auch erst einmal EMF gehabt. Ich bin gerade unschlüssig. Die Temperatur geht hoch. Gut, jetzt ist es wieder unten. Ich musste hier nur kurz Angst machen. Jetzt geht es wieder hoch. Warte, ich gehe mal hier in den hinteren Teil. Na, merkt ihr, was die Temperatur macht? Unter 10, über 10, unter 10, über 10. Es wirkt für mich so, als ob der Geist vorhat, den Geistraum zu wechseln. Weil hier ist alles relativ hoch. Ja gut, der Flur hier vielleicht, aber... Ne, ich würde schon sagen, dass es da drin ist, aber... Was ist der letzte Beweis? Fingis würde ich halt sehr plausibel... Oder halt sehr plausibel ansehen zumindest. Hey! Ist weg. Gut, ja, ja, ja. Ich bin dir sehr dankbar, denn ich hätte gleich den falschen Beweis ausgewählt. Ja, mein Yokai! So, steht hier inzwischen irgendwas beim Yokai? Yokai, Yokai, Yokai? Nein. Okay, aber dann denke ich auf jeden Fall auch, dass diese Informationen bei manchen Geistern einfach fehlen. Oder bei Geistern, die scheinbar Charakteristiken hat, die man erkennen kann. Und dass das auch weiterhin empfehlen wird, damit man auch noch so ein bisschen Rätsel hat. Finde ich ganz cool. Aber ich muss sagen, das Spiel hat... Von mir kriegt das Spiel, auch wenn es geil ist und wahrscheinlich viele mit meiner Antwort gleich nicht zufrieden sind, kriegt es nur 6 von 10 Punkten, wenn ich's gut, vielleicht 7 von 10. Solange, bis man die Geister nicht an irgendwas charakteristisch wirklich gut erkennen kann. Und sie auch das, was im Büchlein ist, nicht zumindest zu einem gewissen Prozentsatz machen, sodass man auch ohne Beweise oder ohne den letzten dritten Beweis das erkennen kann. Und das fehlt mir auf jeden Fall und das finde ich sehr, sehr schade. So, was brauchen wir jetzt? Ah, jetzt hast du Licht ausgemacht, jetzt mir auf Fingis checken können. Okay, ich habe jetzt vielleicht mein Ektoplas, das gute Ektoplas vergessen. Ich wollte jetzt noch schauen. Vanity-mäßig können wir einen Run machen. Einmal durchs Haus und dann Abmarsch nach draußen. Sadie Pin. Aber ja. Da finde ich einfach, dass zum Beispiel ein Phasmo sehr gut umgesetzt ist. Aber hier, wenn du jetzt ein Buch stehen hast, hält der Geist schneller während der Jagd. Und up, er ist nicht schneller während der Jagd. Finde ich schade. Finde ich einfach schade. Wenn gerade sowas wie in der Jagd, wenn du es so weit kommen lässt, weil du die letzten Beweise nicht kriegst und du lässt es so weit kommen, dass du dich jagen lässt. Finde ich, wäre es schon eine schöne Belohnung auch. Hallo? Ich will das Ding hier in der Mitte. Das hier will ich, danke. Dann wäre es auch schon eine schöne Belohnung, wenn du deinen Geist mindestens an seiner Geschwindigkeit erkennst. Alles klar. Er versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Wir brauchen 3 Kruzifixe, die verlorene Notiz, die sollten wir einfach finden. Und die Silhouette, die sollte auch einfach gehen, aber die Kruzifixe, die sind böse. Vor allem hier in manchen Spots, an denen ich sonst immer die Kruzifixe finde, ist gerade keins. Weil hier ist zum Beispiel ganz gerne eins, gegenüber vom Keller ist ganz gerne eins. Gate, du hast eine schöne Nase. Der sieht aus wie der Cäsar aus Asterix und Obelix. Mit echten Menschen eben. Echt ganz cool. Asterix und Obelix habe ich mir damals so oft angeschaut, aber kennt ihr das, wenn ihr manche Filme oder Serien so oft in der Kindheit angeschaut habt, dass ihr einfach keinen Bock mehr habt? Es mir schon 10, 20 Jahre vergangen sind. So geht's mir. Ich habe es zu oft geschaut und jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Ne? Aha, dieses Kruzifix, das hat mich einmal wahnsinnig gemacht. Das habe ich uns verreckt nicht gesehen. Da bin ich, glaube ich, 30 Minuten hier rumgelaufen. Oder 20. Jetzt von beiden. Kruzifix, ey. Allgemein Kack-Kruzifixe. Ich habe ja gesagt, das Event war noch nicht, dass wir noch kommen. Und bupp, da ist es. Perfekt. Auf manche Dinge ist einfach Verlass.
Es gefällt mir trotzdem nicht, dass wir erst ein Kruzifix haben, noch keine Silhouette. Und ja. Bald sollten wir von der Sanity in einem kritischen Bereich sein. Hör mir auf! Alter, Mann, ich wusste gar nicht, dass es da auch kommen kann. Dieses kranke Vieh. Alter, Gänsehaut. Das kleine Mädchen könnte Magna, bzw. Victoria, in Jung sein. Und das ist, also, das ist Horror. Das ist wirklich Horror. Kleines süßes Mädchen, dann irgendwann wird sie zu Samara. Dann ist sie eine bezaubernde Lady. Und dann wird sie zu dieser Schreckschraube, zu dem kranken Viech, ey. Himmelherrgott, also das Mädel hat kein schönes Leben. Zumindest bis Samara hat sie ein schönes Leben, danach hat sie kein schönes. Offensichtlich. Und noch ein Kruzifix. Und was wetten wir, dass ich das nicht finden werde? Hier könnt ihr wieder an der richtigen Stelle pausieren, wenn ihr wollt, dass... ja, wenn ihr wissen wollt, was da drin steht. Das Ganze hatten wir aber schon mal. Seltsame Lache, aber du bist eben bezaubert, Madame. Aha. So, ich hoffe, das hat auch gezählt. Da müssten jetzt eigentlich die Finger sein. Denn wir hatten die Notiz, wir hatten die Silhouette und wir hatten... Wir drei Kreuze? Nein, zwei Kreuze hatten wir, oder? Das hier. Dann ist eine im Keller. Doch, und oben auch. Also wir haben alle drei. Was bedeutet, jetzt brauchen wir die Finger. Hoffe ich zumindest, denn irgendwie sieht mir das hier sehr fingerlos aus. Du hast gechillt, Madame, oder? Ja. Hast du. Hey. Ja, Finger. Und ein Bärchen. Der Geisterraum ist... ja, der ist hier auf... Ja, ich nehme mal das Kruzifix mit. Ich werde die Finger wieder formen. Er spielt es mit dem Licht, oder? Wahnsinn. Das mit den Lichtern spielen hat erst angefangen, nachdem wir unseren letzten Beweis hatten. Damit wir ja keine Fingerabdrücke ausklammern können. Aber nein, ich bringe die Finger dahin, aber an der einzelnen. Hier ist der Geisterraum. Und wenn er jetzt jagt, habe ich schon ein kleines Problem. Gerade wenn ich meinen Kruzifix dann ablege. So. Wir sollten auf jeden Fall eigentlich jetzt Sanity Pin nehmen. Auf jeden Fall eigentlich. Dieses eigentlich ist immer so ein Problem. Denn ich hoffe dieses eigentlich nicht. Wir lassen uns vielleicht auf eine Jagd ankommen. Sollte ja Bock haben, zumindest. Ich würde schon gerne den Geist sehen. Ich würde gerne wissen, womit wir es zu tun haben. Wobei, wissen wir ja, Magna. Also Victoria. Mein Gott. Ich würde jetzt mal sagen, bis da hinten habe ich alles angeschaut. Bis da hinten ist alles klar. Dann gehe ich jetzt noch in den Geisterraum. Da sind ganz gerne noch Finger, beziehungsweise davor auch. Und dann in der Küche. Drei Finger haben wir. Ist das korrekt? Ja. Ups, sorry. Oh, da hat jemand böse Bauchschmerzen. Bist du? Eins, zwei. Victoria kommt vorbei. Drei, vier. Du bist im Slow-Mo unterwegs. Oh, oh. Nein. Ah, ich lass mich jetzt einfach... Oh! Himmel, Herrgott, du bist keine Schönheit. So, bumm. Ich habe jetzt mich bewusst einfach knuspern lassen, bevor ich da jetzt noch länger im Kreis tackle. Wenn, kriegt mich doch. Und dann bin ich an einem Spot, von dem ich es dann nicht rechtzeitig wieder rausschaffe. Deswegen lieber einmal knuspern lassen. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Action gehabt. Und es hat ihr gut getan. Man hat ihr richtig angesehen. Diese Freude im Gesicht. Endlich mal ein bisschen Sport machen. Endlich mal jemand damit, den man fangen spielen kann. Es hat ihr gefehlt. Ich verstehe das vollkommen. Das verlassene Haus, da werden jetzt nicht so viele Leute reingehen. Vielleicht mal hier ein paar kleine Kinder, aber ganz ehrlich, ich würde auch ausrasten, wenn die ganzen Kinder in mein Haus kommen. Da würde ich auch erstmal durchdrehen. Deswegen, ich fühle dich. Fühle dich, Victoria. Entspann dich. Ich hoffe, es hat dir auch so gut gefallen wie mir. Na, du kennst nicht zwei Erwachsene, die mitten in der Nacht in einem verlassenen Haus erstmal fangen spielen. Kennt man doch, oder? So, und ich habe hier schon irgendwo einen Finger gesehen. Das ist, ja. Das ist korrekt. Deine Nase, Junge. Hier ist nichts, da ist auch ganz gemein, genauso wie hier unten. Alles fresh. So, dann jetzt ab in den Geisterraum, da nochmal schauen, ob dort ein Finger ist, beziehungsweise davor, und dann haben wir es ja eigentlich schon. Das Licht habe ich nicht angemacht, du gehst mir echt auf den Sack. Das gefällt mir gar nicht, dass ich hier keinen Finger sehe. Never mind. Ja, das war jetzt so ein geiler Moment. Das war so ein typischer Psycho-Moment.
Finger liegt neben dir und ja, sehe ich nicht. So, mach mal schnell den Keller. Let's go. Aber es ist mal wieder ganz angenehm, mal was anderes wieder zu sehen, sprich, was anderes außer in der Irrenanstalt. Denn ja, unser Discord ist zwar auch die Anstalt, aber so ein bisschen Kontrast. Man muss ja, will ja auch mal rauskommen. Blüchchen. Oh, die beiden sind so schön zusammen, die das wir zusammennehmen. Es wäre jetzt auch cool, wenn die unterschiedliche Größen hätten, sodass man hier unten wirklich wie so eine Hand aus diesen Fingern macht. So gedanklich. Das wäre ja richtig cool. Und das könnten sie da eigentlich auch einbauen. Dass du beim Austreiben, wenn diese Statue kommt, kommen hier die Finger raus und schlingen die Statue und ziehen sie runter. Wisst ihr, wie geil das wäre? Wäre richtig geil. Ich hasse dich einfach. Das ist, in so vielen Maps habe ich mit Fingerabdrücken teilweise noch größere Schwierigkeiten als mit der Leinwand oder mit. Oder mit dem ESG. Und jetzt kommt die Ratte, nachdem ich alles habe, spielt sie ganz mit dem Licht. Das ist so typisch. Und ich mag das Bild. Das ist so typisch einfach. So, aber Abmarsch war eigentlich eine relativ geile Runde. Relativ entspannt. Wir hatten hier und da mal ein Event. Wir hatten Victoria in uns. Leider die nicht ganz so schöne Version. Da wäre mir Samara lieber gewesen. Aber alles in allem eigentlich fresh. Liegt auch ganz gut. Bin ich mal gespannt, wie viel Cash wir kriegen. Und ich muss auch sagen, es hat auch wieder Spaß gemacht, mal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad ein bisschen Herausforderung zu zocken. Wobei man eben sagen muss, für dieses Spiel ist es eigentlich irrelevant, auf welchem Schwierigkeitsgrad du zockst, wenn es hier um die Events und Jumpscares geht. Und darum geht es ja, finde ich, vorrangig in Horror Games. Okay, Yokai, 3600 Flocken, 123 Erfahrungspunkte. Ich bin happy. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr seid es auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag, Mister. Ciao, ciao.